Zum Auftakt der heurigen Baseball-Saison fand am Hoppers Field in Dreiskirchen das Bundesliga-Match zwischen den heimischen Grasshoppers und den Vikings aus Kufstein statt. Baseball, ein amerikanischer Sport, der Nationalsport schlechthin. Wie hat er sich in Österreich etabliert? Also Baseball ist eindeutig auf dem aufsteigenden Ast. Also es ist zwar ein gewisser Konzentrationsprozess bei den Vereinen da, aber man sieht dort, wo gearbeitet wird, die Vereine werden immer größer. Wir haben zum Beispiel 2003, also vor 10 Jahren, 15 Mitglieder gehabt, heute haben wir 70. Und ja, das machen glücklicherweise einige andere auch. Und ich denke schon, dass wir im Rahmen natürlich des Randsportsegments hier Fuß fassen können. Ich bin sehr stolz, es ist sicher eine Nebensportart, es ist relativ wenig bekannt, sind auch für mich komplizierte Regeln. Aber es ist trotzdem interessant so zu sehen und freue mich, dass auch die Jugendarbeit nicht zu kurz kommt. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Unsere Jugend soll sich möglichst viel bewegen und bei diesem Sport muss man sich viel bewegen. Der Stadtgemeinde Dreiskirchen kann man nur einen großen Dank aussprechen, dass wir hier umgesiedelt sind Ende der 1990er Jahre auf dieses Grundstück. Hat uns damals der Herr Bürgermeister Knotzer bereits dieses Grundstück günstig verpachtet. Wir durften es zwar selbst herrichten, aber damit liegt es auch in unserer Verwaltung und kürzlich, letztes Jahr, wurde der Pachtvertrag erst bis 2025 verlängert, was natürlich bedeutet, dass wir in die Nachwuchsarbeit und die Infrastruktur wirklich rein investieren wollen, weil wir wissen, die Unterstützung der Gemeinde ist da und ohne der geht es auch nicht. Ich erlebe das mit bei meinen Nachbarn, wo ich wohne. Das sind beide Kinder bei diesem Verein in der Jugend und wenn ich am Nachmittag im Garten bin, höre ich also da immer, wie sie trainieren. Also insofern weiß ich, die Jugend ist wirklich aktiv und mit großer Begeisterung auch bei dieser Sportart dabei. Wie bist denn du zum Baseball gekommen? Naja, mein guter Freund Tobi hat mich dazu gebracht, weil in der Schule haben wir es auch ein paar Mal gespielt und habe ich mir halt gedacht, ich komme auch mal. Und jetzt hat es dich so interessiert, dass du gleich geblieben bist? Ja, ja. Was muss man denn mitbringen? Welche Fähigkeiten fürs Baseball? Naja, fangen ist gut und wenn man werfen auch kann und auch wenn man batten kann, also schlagen. Also alles muss man eigentlich können. Eigentlich schon, ja. Alles muss Spaß machen. Ja, schon sehr. Wie trainiert man? Auch auf Laufen und ja, Geschwindigkeit? Das ist auch sehr wichtig, weil wenn man zu langsam ist, wird man halt oft out. Aber schlagen ist auch eigentlich das Wichtigste und fangen. Die Regeln, die Grundregeln sind eigentlich leicht. Also man kann eigentlich ganz leicht sagen, dass einfach nur Angreifende gegen eine verteidigende Mannschaft spielt. Der Angreifer kann einen Punkt machen, der Verteidiger kann diese verhindern. Und das dreht sich einfach 9-mal in einem normalen Baseballspiel. Dazwischen gibt es aber so ein dickes Regelheft, wo es einfach für alle Situationen im Laufe der Jahre und Jahrhunderte, wo sich Baseball entwickelt hat, wirklich Regeln auch entwickelt worden sind. Aber für den Spieler noch immer durchschaubar? Absolut durchschaubar, ja. Also da gibt es keine Probleme.